Und jetzt willkommen zur nächsten Folge des 17. Multiplayer-Projekt mit Maurice. Hallo. Hallöchen. Ja, wir haben uns gerade entschieden, dass wir die letzte Folge für den heutigen Tag aufnehmen. Aber geil, noch privat ein bisschen weiterspielen, das heißt schon mal ein bisschen gerast in Silo fahren mit dem Schiebeschild. Und Maurice darf dann schon gleich mit dem Schiebeschild ein bisschen üben. Schon mal ein bisschen testen für mal eventuell Großauftrag, aber weiß ja nie. Also das, schon mal ein bisschen Erfahrung drin kriege, so ist es gedacht. Das heißt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, das heißt, morgen werdet ihr dann ganz anderes Bild wiedersehen. Weil das für uns dann so in etwa eine Woche her ist. Ja. Und so ist es halt. Und ja. Okay, das. Perfekt. Baum vorbei. Hilfe. Millimeterarbeit hier, scheiße. So, ab geht's. Dann schnapp ich mir jetzt. Ich weiß, was wir noch gebraucht hätten. Was da wäre? Frontgewicht, ein etwas stabileres. Ja, wären vielleicht nicht verkehrt gewesen. Wie teuer sind die denn? Frontgewicht. Selber eins kaufen und eben noch abholen. Das sind Zeit. Gewichte, wie teuer ist denn das teuerste? 1,4. Ach, ist ein Witz. Auf und tut es eben ab, weil wegen. Und ich fahre dann eben, hol eben das Gewicht. Dann bin ich dann hier auch schon ein Stückchen weiter. Ja. Ich finde aber die Spiegel beim MF sind ein bisschen komisch eingestellt. Sehe ich gerade mal so. Ja, finde die ein bisschen zu weit nach außen geklappt. Okay. Hätten ein bisschen weiter zum Trecker zeigen können. Wäre natürlich geil, wenn man die sich hier noch einstecken könnte. Da gibt es garantiert bald einen Ingon-Mod für. Ja, gab's ja für 15, gibt es ja bald für 17. Das wäre für nichts ja nicht verkehrt. Aber ich versuche mal ordentliche Bahn hinzukriegen, dass du ja auch gleich ordentlich einfahren kannst. Ach, ich habe jetzt gerade mal direkt zwei Gewichte von den größten gekauft, falls du eins brauchst. Ja. Für Schiebeschild gleich hinten. Ja. Naja, bräuchte ich sicherlich. Gut, ich habe ja vorne und hinten, Front und Heck. Bringe ich dir gleich mit zum Hof. Ich will einen Spritmod. Ich gucke schon jeden Tag immer vor der Aufnahme, wenn wir aufnehmen, ob es irgendwie einen Spritmod gibt, aber nein. Ja, das ist immer so eine Sache. Und ich habe auch schon versucht, einen 15er umzuschreiben, das hat auch funktioniert, aber naja, nicht so, wie ich gerne hätte. Irgendwie ist mein Trecker. Ein bisschen lauter. Zugespammt hier. Auf. Was WhatsApp? Oh Mann. Irgendeiner Gruppe, weil wahrscheinlich kein Buch zu haben, dass sie mich anschreiben. Oh, ich habe zwei Steine. Witzig. Ja. Ja. So, Mike, ich muss gucken, dass du mir den kleinen Fritz auch mal wegkriegst. So, besser konnte ich es nicht machen. So, jetzt noch eben die Bahn hoch und runter. Ich komme schon wieder mit deinem Gewicht zum Hof. Jo, mach das, Chef. Morgen, du schön. Ach, war wieder her. Ach, heute ist ja Donnerstag, scheiße. Was ist scheiße? Heute ist Donnerstag. Achso. Du hast einen positiven Vorteil. Du hast nächste Woche Mittwoch frei und morgen eine Stunde AG mit den Säcken aus der neuen.
Das Problem ist ja nicht, mir ist gerade noch mal eingefallen, was ich noch heute, noch heute Abend noch erledigen muss, weil ich gerade keine Lust drauf habe. Oh. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Das, was ich aufnehmen soll. Achso, okay, gut. Ich finde schon was. Ich werde es heute Abend mal probieren. Ja, hast auch ein bisschen Zeit, nicht? Problem ist halt, ich muss dann erst noch ein ganz Aufnahmeprogramm hier umbasteln. Ich muss gleich noch unbedingt testen, dass das heute Abend ein bisschen zügiger geht. So, zwei waren, dann habe ich es auch. Oh, was war das? Waltram? Waltram, sondern boah, die Schlepper bremsen dermaßen ab, ey. Ja, das ist scheiße. Na, die bremsen so arg, dass sie da komplett quer stehen alles. Das ist immer ein Problem, weil der scheiß Scheune zum Stroh abkippt. Da, wenn du durchfährst, dann steht der Anhänger schon quer. Also das ist echt scheiße. Ich hab dir das Gewicht am Hof abgestellt. Gut. Werde ich jetzt mal in unsere Sammelwagen rufen. Ihr habt den da eingestellt, kannst du dann da weitermachen? Ja, bin dabei. Soll ich das vor das Silo kippen oder soll ich das schon mal in Silo reinkippen? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Gib's mir mal davor, meinetwegen. Gut, ich kann das auch da reinkippen, wie du gerne hättest. Ah, ich werde ja mal mit Schiebeschirm mal fassen. Ja, wenn schon, dann richtig, ne? So, letzte Bahn. Ja, dann warte ich jetzt gleich auf dir, dann dass ich da kannst du das testen, nicht dass ich da jetzt gleich einen ganzen Anhänger dahin kippe, ja, und das geht gleich, was weiß ich nicht. Machen wir das so, ich bin auch gleich fertig, muss ich noch kurz einen Moment warten. Erstmal abstellen. Ich finde aber die Füllpläne echt nicht schlecht. Ja, wie immer, ne, ist halt noch nicht optimal, aber schon besser als letztes Mal. Und besser als beim 13er. So. Was mein Gewicht denn hingestellt? Nein, Gott. Dann werde ich mir das mal dran machen. Markieren das. Nicht das Schiebeschild vergessen. So, los geht's. Ich werde dir jetzt einfach nur folgen. Ja, wir fahren jetzt mal hier lang, mal ran und nicht zum BGA. Nicht wundern, ich bin ein bisschen langsam, habe ja auch 34 Tonnen hinten drin. Ja, ich sag ja auch nicht. Thank you.
hast aber schon gute Tempo mit dem Schlepper drauf. Ja, 60. Ja. Kein Problem. Bauen hier, Joystick wieder hinstellen. Er ist schon gut beschäftigt mit dem. Ja. Jetzt kannst du aber bis fährst über den Hügel nach rechts. Dann können wir mal was hier vor das erste sehen. Das Geflame tue ich mir dann auch nicht an. Ja, reicht, reicht. Das war noch nix. Jetzt fahr mal. Nee. Also schwer ist das jetzt nicht. Ne? Also soll ich dir einfach alles davor kippen? Ja, ich weiß, das war nicht weit genug. Shit. Gut, dann schieß. Ja, es geht doch eigentlich, ist aber nicht so schwer. Du musst wirklich nur ein Schild nach unten haben, sonst nützt es halt nichts. Alles klar. Scheiße. Hilfe, Alter. Gut, viel Spaß. Ich bin weg. Ich hol mal den nächsten. Ja. Scheiße, Alter. Falls wir leider einen Abschlepper oder so brauchen, sag mir Bescheid, dann bring ich dann auch mal. Hilfe, Alter, das ist ja. Okay, also ja, ich muss erstmal. Bisschen dran gewöhnen, wie das. Ich muss erstmal gucken, was überhaupt für Einstellungen sind. Also, wie die genau heißen, ja, die Achsen. Hilfe, Kinders, ey. Ich hab erstmal mir ein XXL auf mir erstmal. Geil. Das ist ja schön, ich bin schon wieder am Hof. Ach so, man sollte den Anhänger auch wieder zumachen. Ja, ist natürlich noch kacke jetzt mit Maus, ne? Das ist, das mal alles noch ein bisschen provisorisch. Ich würde mal sagen, Kallensilo schieben ist damit auch richtig geil. Also mit Joystick, ja, das wäre schon optimal. Aber Marc, am besten schiebst du mir gleich mal deine Input-Bearing-Datei rüber. Das wird nicht funktionieren. So. Unterschiedliche Lenkräder. Ist ja, hat ja mit der anderen ja auch funktioniert. Warum soll es damit nicht funktionieren? Ja, kann ich dir gleich mal geben, ist kein Problem. Könntest du ausprobieren, probier ich lieber stimmen. Wenn es nicht geht, dann schmeiße meine Hand einfach mal. Fertig ist. Einfach ist das. Und wenn es geht, dann ist ja gut. Dann brauche ich den weniger Aktien mehr alle raussuchen erst. Ah, da sind Hügel dabei hier auf dem Acker, ey. Ja, das ist das Problem. Scheiße, schon festgefahren. Kacke. Also
versuch's bitte wirklich gerade vor dem Ding zu fahren, denn hier sind so ein paar Reste vom Gras, die kriege ich dann aus der Ecke nicht mehr raus. Ich muss jetzt gerade erstmal meinen Trecker von dem Grashügel da runterholen. Wenn du willst, du kannst in den Reihen joinen, dann siehst du, was ich geschafft habe. Kannst du dich mal kurz in meinem F setzen und dann mal rückwärts fahren drücken, dass das ein bisschen einfacher als mit dem Schieben wird? Ja. Oha, was hast du denn hier veranstaltet? Ja, ich wollte da über den Hügel drüber fahren. Hast du gesehen, wie gut das funktioniert hat? Nicht. Oh. Also jetzt geben wir Vollgas. Warte. Coming. Gut. Bitte next trailer. So next trailer, alles klar. Oh, guck mal, Harry sitzt oben in LS. Ja, I see. Mhm. Willst, dass ich jetzt gerade davor fahre? Ja, also wirklich so gerade, wie es geht. Und dir einen geraden Haufen ziehe, wie man das in Real Life auch macht. Ja. Das gut, das kriege ich hin. Gut. Dann musst du da jetzt nur wegfahren. Möchtest du erst noch da raus, oder? Ja, also ich wollte nicht in dem Haufen gleich drin stehen, also fahr wirklich. Aber wie du siehst, vor allen Dingen so rechts vor den Kanten ist jeweils da noch was, deswegen. Ja. Da fahr mal rein am besten. Soll ich das doch da drinnen abladen? Ja, ist glaube ich ein bisschen besser, sonst fäll ich mich ja erstmal tot ohne Joystick. Schiebe ich das so einfach ein bisschen hin und her. Da auch was schon mal ein bisschen zu viel. Gut, danke. Aber du darfst abmoderieren. Okay, das war's auch mit der nächsten Folge vom LS Simpsoner Projekt. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye bye. Tschüss.